Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir hier auf meiner kleinen Ranch. Ja, wir haben einen frühen Morgen wieder. Es ist viel passiert. Ich war auch ein bisschen unterwegs und habe munter drauf aufgenommen, wieder ohne Ton. Tja, irgendwann beherrsche ich das auch mal. Zwischendurch habe ich erstellt ein paar kleine Ställe. Und zwar hier für meine Piggies. Und drüben werden noch schön die Schafe reinkommen. Ja, wunderschön. Schöner Stall. Jawohl, hier geht's rein. Ja, das sah vorhin noch ein bisschen anders aus. Ich wollte gerade mal hier überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Und ich hatte dann nach einem kleinen Boom ein 83 Kilometer tiefes Loch hier und hier. Deswegen fehlen hier auch ein paar Ecken. Die waren eigentlich fertiggestellt. Ich kenne mein Glück mit meinen Creepers. Hopp. Und natürlich standen zwei im Gehege und ich bin denen zu dicht gekommen und die machen Boom. Und da sind die Tiere geflogen. Ich habe hier ein bisschen mit Stroh ausgebaut. Man braucht ja echt viel Weizen für so einen Ballen. 9 Stück, Wahnsinn. Meine Schweine. Eins, zwei, drei. Und zwar hier. Du. Juhu. Hi. Frederik. Da hinten ist Piggy. Hier steht Piggy. Hi. Und last but not least, wir hatten ein kleines Baby gemacht. Aber da Aufnahme und Ton so blöd ist und ich nicht zwei Aufnahmen wieder nachvertonen wollte, habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt sind sie halt da. Wunderbar. Schweinebabys zeige ich euch auch gleich nochmal, wie man die macht. Ganz interessante Sache. Also, ich wollte. Ich wollte außerdem euch noch zeigen, was zwischendurch noch passiert ist. Und zwar hier drüben auf der anderen Seite. Bei den zwei Kühen habe ich noch ein Hasi gefunden. Und da ist noch ein Hasi. Also, wir haben Hasen. Kleine Kuschelhasen. Oh, Tutsi, Tutsi. Tutsi, Ich habe jetzt leider nichts für dich dabei. Ich muss ja da hinten mal die Möhren holen. Dann kriegst du Möhren. Komm hier. Das machen wir jetzt gleich. Und zwar war ich unterwegs in meiner stummen Aufnahme. Ich überlege, ob ich seit Schwarz-Weiß noch einblende. Ohne Ton in Schwarz-Weiß. Ah, hier mal Möhren, schön. Pflanzen wir auch gleich wieder rein. Hier das. Zeug mal weg hier, komm. Ich brauche Möhren. Möhren, 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 Möhren. Und zwar war ich ja unterwegs und hatte schöne Schwarz-Weiß-Aufnahme, ohne Ton, ohne Bild, ohne alles. Und in dieser Aufnahme bin ich in ein NPC-Dorf gekommen. Und da waren die Hasen da davor. Und weil ich die NPCs einen Tag lang, also eine Nacht lang bewacht habe, haben die sich so gefreut und haben mir die Hasen geschenkt. Ja. Aber irgendwie klemmt der da hinten, oder? Der klemmt doch da, oder? Ah, jetzt. So, da haben wir zwei kleine süße Hasis. Und weil die so lieb sind, werde ich die jetzt mal mitnehmen. Weil die Kühe treten die ja gleich tot hier. Geht mal da weg, aus dem Weg. Genau, und Schweinereien gibt es ja auch. So, komm. So. Und ihr kommt dann hier rüber. Ihr kommt hier drüben. Genau. Also, dann. Jetzt habe ich natürlich die Schweinerei am Hals. So, du. Und du. Und Herzensprudeln. Jawohl. Oh. Ein Hobby-Hasi-Baby. Hallo. Oh, so ein kleines Juhu. Ui. Fein. Oh, du bist so klein und süß. Ja. So macht man die kleinen Hasenbabys. Oh, wie er weghoppelt. Sogar wirft das Staub auf. Ja. Okay. Das sind meine kleinen Hasenbabys. Jawohl. Und ich werde jetzt, ich war ein bisschen Sachen tauschen im NPC-Dorf und habe da jede Menge Holz
da gelassen, weil mein Inventar so voll war. Und ich werde jetzt nochmal schnell rüberrennen. Das geht hoffentlich ganz schnell. Dann seht ihr auch den Weg, den ich zurückgelegt habe. Mit den Hasen und zurück. Das war schon eine ganz schöne Sache. Ich hoffe nur, dass es echt nicht zu lange dauert für euch. Aber da die NPCs auch ganz lieb sind und auch mal Besuch haben wollen, habe ich gedacht, ich gehe mich jetzt nochmal bedanken dafür, dass die mir die Hasen gegeben haben. Und ich wollte nur noch Bescheid geben, dass die sicher angekommen sind. Rock. Und vielleicht haben wir Glück. Irgendwann mal. Und, jo, finden wir auch noch andere kleine Tierchenschens. Was ich natürlich jetzt nicht habe, sind Hadumörchen. Ja. Hier die Hotte Hüß zum Beispiel. Mit denen könnte man mal irgendwann mal rüberreiten, oder? Was haltet ihr denn davon? Kann man eigentlich auf dem Esel reiten oder ist der zu störrisch? Also diesen ganzen langen Weg bin ich gelaufen. Oh. Ja. Zwischendurch habe ich auch noch coole Höhlengegenden gefunden, wo richtig, wahrscheinlich richtig viel Zeug drin zu holen ist. Aber Höhlen besuchen wir ein anderes Mal. Ich will jetzt nur noch mal schnell den Bescheid geben, dass alles in Ordnung ist. Das gehört ja schon mal dazu. Und jo, wir können ja mal hier den zum Beispiel ein paar Kürbisse mitbringen, den NPCs. Das wäre doch mal eine Sache. Da würden die sich bestimmt freuen. Durch einen ganz tiefen, dunklen Wald habe ich meine Hasen geführt. Natürlich sind da auch gleich wieder die Skettis gespawnt und die Zombies. Und dann musste ich rennen mit den Hasen hinterher. Oh. Huch, geht's hier durch? Nee, da wollen wir nicht rein. Später. Ich würde mich ja irgendwann mal freuen, wenn es Hundelis gibt. Die Herzen, dass man die wieder sieht, da weiß ich auch, warum das so war. Ich habe meine Grafikeinstellung runtergeschraubt, weil mir hier alles... Oh, geil, ne? Stell dir mal vor, der wäre komplett vereist, dieser Wasserfall. Das wäre doch geil. Kann man schön runterrutschen. Ich hatte die Grafikeinstellung runtergeschraubt, weil mein Rechner zu langsam geworden ist. Stellenweise. Und... Hab ich gedacht, okay, schraub's ein bisschen runter. Und dann war irgendwie diese Herzen die ganze Zeit nicht zu sehen. Und jetzt habe ich das nochmal hochgeschraubt. Alle Partikel an und alles hoch und Hü und Hot. Und jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich auch wieder die Flammen an den Fackeln. Ja, da sind noch Pumpkins. Aber ich glaube, ich habe genug. Ich bräuchte mal eine Möhre für das Schwein. Oder ich pack's in ein Brötchen. Die lecker Frikadelle. Das ist auch geil hier, ne? Wie die Sonne hier unter... Wie die Sonne hier untergeht. Zwischen dem Berg. Schon schick, ne? Putsch. So, den ganzen Weg sind wir gelaufen. NPC-Dorf ist eine Weile weg, ja. Aber gut, dass wir Turbo haben. Ja, hier auch. Schöner Wasserfall. Oh, guck mal, da ist noch einer. Ein kleiner Hasi. Das ist auch noch ein Baby. Ich sollte mich beeilen. Oh, wo komm ich hoch, hoch, hoch? Ja, ich habe jetzt keine Möhre dabei. Ich hätte mal ein paar Möhren mitnehmen sollen. Hau ruck, hau ruck. NPC-Dorf ist noch weit weg. NPC-Dorf ist noch weit weg. Oh, voll der löchrige Boden. Ja. Den ganzen Weg. Mit Hasen im Gepäck. Ah, toll. Wir haben Besucher. Ja. Im NPC-Dorf werden wir uns nochmal ausrüsten mit dem ganzen Holz, was da noch gestanden ist. Das brauche ich jetzt nicht hier. Guck mal hier. Der Lavasee. Ah, Creepies.
Ja, was ich auch cool fand, waren diese Berge hier. Ist ja eigentlich auch cool gemacht, ne? Richtig, richtig schön. Und hier, mitten aus dem Berg, spuckt's die Lava. Und da, der nächste, der sieht aus wie Lord Helmchen, der nächste Berg. Nee, da sind wir schon dran vorbei, glaube ich. Da oben ist ja auch was hell. Was ist denn da so hell? Ach, da oben die Lava. Genau, genau. So, wo waren das jetzt? Noch ein Stückchen weiter müssen wir. Na, ihr zwei. Auf der Durchreise. So, wir könnten später noch ein bisschen Cola bauen, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich möchte. Ich möchte jetzt schnell zu meinen Freunden. Das war irgendwie hier so die Richtung. Ja. Was wir auf jeden Fall irgendwann nochmal bräuchten, sind ein paar Dias. Schöne Diamanten. Die fehlen mir noch, die geben wir noch ab. Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob ich jetzt hier über den Berg drüber muss. Weil es ist echt ein ewig langer Weg zu meinen Freunden. Der hat mich noch nicht mal gesehen, ich war so schnell weg. Schwuppdiwupp. Schwert ist auch bald freck. Wow, 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 wow. Also Leute. Ich würde sagen, da geht's ja mal derb runter. Wer hier reinspringt, ist selber schuld. Ah, wir können Wasseraufzug benutzen. Auch gut. Ja, ich würde sagen, da steht ein neues Abenteuer an. Da brauche ich aber erst noch ein bisschen Futter. Mit 4 Schnitzel gehe ich da nicht rein. Oh, wo sind da meine Freunde, die NPC? Ich weiß gar nicht, ob ich schon dran vorbeigelaufen bin. Nice. Enderman. Ach ja, Spinge. Das kleine Spinge. Jo. Es kann natürlich sein, dass ich mich hier verlaufen habe. Nee, da hinten ist es doch bestimmt. Na, hast mich nicht kommen sehen. Ja, das war doch hier die Richtung. Jetzt bin ich mir selber nicht mehr ganz so sicher. Oh, guck mal, was ich hab für dich. Oh, jawohl, und du auch. Oh, schön, endlich. Oh, endlich habe ich Hunde gefunden. Oh, ist das nicht schön. Und noch einer. Komm, komm. Komm zu Papi. So. Ach, jetzt haben wir alle zusammen. Oh, komm. Oh nein, scheiße. Nein. Ah, ich hasse Creeper. Verdammt. Komm. Oh, mein Kleiner. Oh, Gucci, Gucci, Gucci. Oh, Gucci, Gucci. Ja, und du auch. Oh, du Kleines. Ach, wie schön. Ach, endlich habe ich Hunde gefunden. Oh, seit 23 Folgen will ich Hunde sammeln.
Ist das nicht Wahnsinn? Aber jetzt muss ich aufpassen, dass die nicht alles in den Creeper reinlaufen. Jo. Jetzt ist das NPC-Dorf gar nicht mehr so wichtig. Oh, ich habe Hunde gefunden. Endlich. Jawohl. Meine Ranch ist komplett. Wachhunde. Ja, kommt, wir gehen hier rüber. Da ist nicht so kalt. Kommt. Also, wir werden jetzt nochmal hier ein bisschen durch den Morgen laufen. Komm, jawohl. Ja, du da hinten auch. Die kommen doch alle mit, oder? Juhu. Was ist mit dem? Mach mal kurz Sitz. Bist du krank? Brauchst du ein Stück Knochen? Komm. Na komm. Jawohl. So. Zack. Oh, wow. Ja, ich weiß, es ist kalt. Wir gehen dann rüber. So, wir drehen eine große Runde mit unseren drei neuen Freunden. Jetzt haben wir Beschützer für unsere Herden. Ja. Ja, ich weiß. Was bin ich glücklich über die zwei, drei. Alle da. Weiß nur nicht, ob wir die NPC-Dörfer nochmal finden. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Wenn wir Wiffy, Waffy und Wuffy alle zusammen haben. Oh. Genau, mach den mal fertig. Siehste? Ich wusste doch, ich brauche die. Noch einer. Oh, Freunde. Haha. So geht's. Ein neuer Morgen erwacht. Die Folge ist vorbei. Ich gehe hier noch ein Stück spazieren mit meinen drei neuen Freunden. Wir suchen nochmal das NPC-Dorf. Und wollen uns nochmal bedanken an alle Zuschauer, dass ihr so lange ausgehalten habt, bis wir vier neue Freunde sind. Also, bis dahin, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Lasst was in den Kommentaren da. Wie sollen die heißen? Ich vergebe die Namen natürlich gerne. Und ihr dürft euch da gerne austoben, wie die heißen sollen. Also, schreibt in den Kommentaren die Namen von denen, dass wir die vielleicht noch irgendwie besonders markieren können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.